Munition hatten wir eigentlich schon mal. Shotgun-Munition hatten wir auch schon. Ja, trotzdem kriegen wir wieder neue Rezepte. Recipes already unlocked. Oh. Okay. Dann war das doch wirklich jedes Mal was Neues. Auch wenn es ähnlich hieß. Sehr cool. Okay. Das heißt, dich kennen wir schon. Du kannst dahin. Ding, ding, ding. 6 neue Rezepte. Immer her damit. So, Moldy Bread. Dieses vergammelte Brot. Das nehme ich übrigens nicht mit, weil ich einen Sammelwahn habe und gerne alles einlager. Sondern, weil man daraus Penicillin herstellen kann. Was ja doch ganz praktisch ist. Weil man kann auch von Zombies infiziert werden. Also zombifiziert. Und da sind Antibiotika recht wichtig. So, können wir dich zerlegen, ohne Geräusche zu machen? Ich denke schon. Dun, 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 dun. Und wir haben schon 3 Uhr. Also in 2-3 Stunden könnten wir schon wieder rausgehen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich würde sagen, es ist Zeit zum Inventar aussortieren und ein Häppchen essen. Also runter in die Küche. Schleichenderweise. Zombies schreien draußen. Lalala. Hier. So, wir hätten gerne Chili. Ob man Chili macht, ja, Blähung. Trotzdem muss es irgendwann weg. Ja, damit. Gib mir Chili. So. Genau. Und jetzt sollte ich irgendwas essen, was keine Blähung verursacht. Weil einmal was Blähendes essen ist okay. Wenn man das aber zu häufig isst, dann kann das wirklich in die Hose gehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, Wasser. Wasser hatten wir noch dabei. Schluck. Schluck. Und fast voll. Okay. Painkiller. Hälfte kann rein. Bandagen. Nee, Bandagen muss ich mitnehmen. Weil es gibt auch den Effekt Blutung. Obwohl, wir haben Heilbandagen. Die sind besser. Also Heilbandagen. Normale Bandagen stoppen einfach nur Blutung. Die bringen keine Lebenspunkte zurück. Die Dinger da stoppen Blutung und bringen ein bisschen an Lebenspunkten über die Zeit hinweg zurück. Was ganz praktisch ist. So, du da, du da, du da. Eier brauche ich auch nicht. Leder wollte ich verarbeiten. Die ganzen Samen brauchen wir nicht wirklich. Und ich hätte ganz gerne mehr Stoff, um einen Schlafsack zu bauen. Aber das ist jetzt schon fast zu spät. Wobei der Schlafsack, glaube ich, auch nur dafür da war, nicht die Nacht zu überspringen, sondern den Spawnpunkt zu setzen. Ich glaube, ich hau einfach mal die hier weg. Und hoffe, dass da kein Zombie-Wind von bekommt. Darf nur das Glas nicht anhauen. So, hier mit den Stofffragmenten. Und jetzt brauche ich einen Schlafsack. Ein Schlafsack fällt unter Möbel? Ne. Schmelzen? Nein. Klamotten? Nein. Medizin? Nein. Tools and Traps? Nein. Landmine, TNT. Ha, Ressourcen bauen dann wahrscheinlich, ja? Leiter, altes Bett, Schlafsack. Genau. Klick, 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 klick. Craft. Gut. Du dahin. So, wo wollen wir den Schlafsack hinpacken? Da werden wir dann spawnen. Also mindestens im ersten Stock. Dürfen wir ein bisschen Abstand unten zur Tür haben. Der Raum sieht okay aus. Hat 2 Ausgänge. Das heißt, falls von der Seite eine Zombie-Horde reinkommt, kann ich hier rumlaufen und einen auf Tom und Jerry machen. Und eventuell sollte ich die Fenster hier... Ich hätte mir gerade überlegt, eventuell sollte ich eins der Fenster aufreißen,
dass ich im Notfall rausspringen kann. Haken an der Sache ist, es gibt Zombies, die klettern können. Dann klettern die einfach hier hoch. Und das wäre dann nicht so schön. Also, nee, ich nehme das Zimmer hier. Mit dem Schlafsack. Flupp. Und damit müsste jetzt der Spawnpunkt schon gesetzt sein. Und falls ich hier dann respawn und instant angegriffen werde, habe ich wenigstens die beiden Wege, die ich lang gehen könnte. Der Weg hier wäre eine Todesfalle. Deswegen soll ich den eventuell zumauern. Weiß ich noch nicht. Aber gut. Das haben wir. Können wir noch irgendwas Schönes craften? Ja, wir haben Leder. Ich hätte gerne 3, 5, 8. Ich hätte gerne eine Lederjacke. Klick, klick, klick. Craft. Sehr cool. Ich will nicht wissen, wie die jetzt wirklich aussieht. Die sieht bestimmt nicht so aus wie auf dem Bild. Es wird ein zusammengeschustertes Ding sein, das eher an eine mittelalterliche, eine prähistorische Lederrüstung erinnert und nicht wie eine Lederjacke, wie man sie so aus dem Fachgeschäft kennt. Du da. Ja, hat man eben doppelt so gute Werte wie das Stoffding. Kann ich das Stoffding jetzt wieder zerlegen? Nö. Schade. Oh, warte. Das heben wir auf und das kommt in eine Kiste, falls wir sterben. Die sollten wir hier in die Nähe packen. Bau bitte. Secure Wunder. Doorframe. Gun safe. Nein. Secure Storage Chests. Also eine Kiste sind einfach nur 6 Planken. Bauen. Und die bauen wir jetzt direkt in den Schlafsack. Damit, falls wir hier spawnen, wir daraus gleich neue Sachen nehmen können. Da. Also, wenn du spawnst, nimm bitte eine Jacke. Nimm bitte eine von den Pistolen. Die schlechtere. Und du kriegst 6 Schuss Magazin. 6 Schuss W-Pistole. Und du bekommst eine Steinaxt. Die machen wir gleich neu. Und du bekommst 2 Painkiller und eine Bandage. Und eine Fackel. Ja, das ist ein guter Anfang. Okay. Die Steinaxt wollen wir neu machen. Du. Oh. Können wir nicht neu machen, weil wir kein Gras haben. Das ist unten im Kühlschrank, wie sich das gehört. Und wir haben es zwischen 7 Uhr. Sonne geht auf. Zombies müssten wieder langweilig sein. Langsam, meinte ich eigentlich. Aber ja, so ein bisschen langweilig sind sie auch. Gerade später, wenn man ein wenig an Munition über hat, um die mal einfach so zu verballern, anstatt das im Nahkampf zu machen, sind die doch ziemlich einfach. Achso, Steine fehlen. Also tagsüber ziemlich einfach. Nachts sind sie immer nervig. Also ich glaube, High-End-Content wäre, nachts in eine Hauptstadt reinzulaufen. Wenn man das überlebt, langfristig, dann ist man gut. Dann kann man sagen, jo, ich habe das Spiel geschafft. Aber das wird bei uns eine Weile dauern. So, gucken wir mal vor die Haustür. Hallo Hirsch, du hörst da drauf. Hey, stimmt, du bist runtergekommen. Und irgendwie fehlt da hinten bei der Scheune was vom Dach. Also ich glaube, unsere Nachbarn, unsere Untoten haben sich ein wenig ausgetobt. Bist du schnell? Nein, du bist langsam. Okay. Erste Nacht erfolgreich überstanden. Das heißt, wir können jetzt das Haus weiter ausbauen. Dafür haben wir noch nicht ganz so viele Wooden Frames. Davon bauen wir mal so 11 Stück. Wir haben dann noch genug Holz über, um das auszubauen. Das ist gut. Das Haus hatten wir geplündert. Das Ding nicht. Die Mailbox. Oh, ein Papier. Mein Gott. Und ich glaube, ich erlöse gleich den Hirsch mal. Von seinem komischen Dasein auf Häuserdächen rumzulungern und auf unserer Veranda. Und dann kriegen wir schön viel Leder. Du. Außerdem ist der verbuggt.
Weil normalerweise laufen die Tiere schnell weg, aber er kann halt nicht weglaufen, weil er da in dem Veranda-Ding drin steckt. Ah, komm. Lalalalalala. Ah, also. So, gib mir all dein Leder. Das Fleisch. Ja, Knochen kannst du behalten. Leder nehme ich, Fleisch nehme ich, tue ich aber sofort in den Kühlschrank. So, Fleisch dahin. Leder weiterverarbeiten. Gut. Ja. Oh, irgendwo randaliert wieder wer. Ich sehe da schon kommen. Irgendwann steht nur noch unser Haus hier. Aber ist auch okay so. Es wird eh nicht unsere permanente Basis sein. Das hätte ich gerne in der richtigen, also in der Nähe von einer richtig großen Stadt. Aber erst müssen wir so weit kommen. Das Haus hatte ich gelootet. Das Haus haben wir heute Nacht gelootet. Bei dem, da bin ich mir nicht ganz sicher. Und das Ding hatten wir auch schon. Das heißt, wenn wir die gleich alle durch haben. Ach, hier unten war der Gun Safe. Ja, wenn wir die jetzt alle durch haben, dann. Was ist denn hier passiert? Mach mal Licht, bitte. Klick, klick. Ja, hier waren wir schon. Sie haben sich echt da ausgetobt. Oh. Okay. Wenn wir die jetzt alle durch haben, dann sollten wir uns in der Umgebung umgucken und den Straßen ein bisschen folgen. Also genug einpacken, dass wir einen Tag überleben können. Den Rest an Ressourcen hier lassen, damit wir schön viel Platz im Inventar haben. Und dann einfach mal die Straße in beide Richtungen ablaufen, um zu gucken, was da so ist. Und dann zeitig wieder zurück nach Hause laufen. Damit man nicht irgendwo in der Pampa nachts rumsteht. Das ist nämlich nicht so schön. Ja, okay, hier sind wir durch. Waren wir hier oben schon? Ja, haben wir auch schon. Haben wir. Irgendwo hier drin sind wieder Viecher, aber die sind mir jetzt Wayne. Ja, okay. Also wir haben hier die Wir haben hier die Umgebung vollständig gelootet. Was sagt die Karte? Erstmal weg von den Ölfässern. Karte sagt, wir können nach Nordwesten, nach Nordosten und nach Süden. Ich glaube, ich gehe erstmal nach Norden. Aber vorher, wie gesagt, Inventar ausleeren, einmal essen, einmal trinken, all sowas. Tür zu. Hier war Krimskrams, ne? Ja, noch mehr Krimskrams. Die Cappies können übrigens weg. Weg. Coucharm kann weg. Matratze kann weg. Taschenlampe können wir, glaube ich, auch zerlegen. Samen können da rein. Ich brauche nochmal ein paar Kisten. Secure Storage Chests. 3. Bauen bitte. Ja, das Zeug, der kann despawnen, ist okay. Und ein Fenster schlage ich nochmal ein oder zwei, während die Kisten am Arbeiten sind. Und da drüben ist auch ein Loch im Haus. Neben dem Dach. Neben dem Schwein. Warum sind die Tiere auf den Dächern? Das muss unbedingt bald gefixt werden. Das war vorher nicht so extrem. Es wird jetzt mit der zufällig generierten Welt zusammenhängen. Dass die Kreaturen halt nicht differenzieren können zwischen Boden und Dach. Was nicht so schön ist. Okay, du zu. So. Okay, Küche. Wo sind die Kisten? Da sind die Kisten. Ich hätte gerne eine Kiste hier. Da kommen auch Essenssachen rein. Und eine Kiste hier kommen auch Essenssachen rein. Also Bio-Sachen. Dann machen wir die wirklich essbaren Sachen hier rein. Und also die wirklich annähernd essbar sind. Medizinische Sachen und andere Krimskrams hierhin. Okay, Leder kann man theoretisch auch essen. Nicht so wirklich nahrhaft, aber
So. Du da, du da. Mitnehmen auf den Trip. Erstmal einen Schluck trinken. So. Dann Hundefutter. Ja, muss weg. Muss alles weg. Nom nom nom. So. Ja, ist okay. Also auf den Trip mitnehmen tun wir zweimal Wasser. Zweimal Sham. Also Spam. Das bleibt hier. Die ganzen Metalle. Wo kommen die hin? Also wo kommt später unser Schmelzofen und dergleichen hin? Ich denke hier in der Ecke. Also die weg, weg, weg. Dann hätte ich gerne eine Kiste. Ups. Eine Kiste hier in der Ecke für Metallkram. Metall, Glas, Stein und sowas in der Richtung. Die sollte ich eigentlich mit Wasser füllen, aber na gut. Bullet Casing und andere Waffensachen können ja auch noch mit rein. Wir haben ja genug Platz. So. Und schon haben wir mehr als genug Platz. So. Okay. Dann jetzt erstmal kurz abspeichern. Also pausieren. Wirklich abspeichern können wir ja nicht, weil es nur diesen einen Speicherstand gibt. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich einfach mal die Straße Richtung Norden oder Süden laufe, um zu gucken, was da noch so in der Gegend ist. Idealerweise halt eine größere Stadt oder noch so eine Ansammlung von Häusern. Stadt wäre wahrscheinlich schon ein bisschen zu gefährlich. Also eine richtig große Stadt. Zombiehunde. Kotzende Zombies. Nicht so schön. Also noch so ein kleines Dörfchen wie hier oder noch so eine Farm. Das wäre echt super. Aber das gucken wir dann gleich. Bis denne.